Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Schnuppere an ein Mädchen und sag dann, du stinkst, komm, wir gehen duschen. Hey, was ist der Unterschied zwischen einem Steif und einem Ferrari? Keine Ahnung. Ich habe keinen Ferrari. Kannst du schwimmen? Ich würde dich nämlich gerne ins Becken stoßen. Ich mag dich. Hier, mein Arschloch. Katzen. Wusstest du, dass Indianer und Polen die längsten Penisse haben? Übrigens, mein Name ist Winnetou Kozlowski. Erstens, einem Kollegen einen Zettel hinlegen, auf dem steht, dass Herr Löwe angerufen hat. Zweitens, die Nummer eines Zoos darunter schreiben. Drittens, abwarten und lachen. Anleitung, wie man eine Treppe herunterfällt. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 5, Schritt 14. Politisch korrekte Fachbegriffe. Man sagt nicht mehr fett, sondern gravitativ benachteiligt. Wie nennt man Mobbing im Weltall? Allgemeinheit. An das Mädchen, das mir gestern statt ihrer Telefonnummer die Nummer der Redaktion von Bauer sucht Frau gegeben hat, 1-0 für dich. An den Autofahrer, der mir gerade fast in den Kofferraum fährt, obwohl ich schon 70 in der 30er-Zone fahre, mach mal das Blaulicht aus, wirkt affig. Lasst uns statt über den Tod sprechen, lieber das Brot brechen. Jesus, ich schwöre dir, dass ich dich verrate, wenn du noch einmal reimst. Tu das, Judas. Wow, 75 Jahre verheiratet. Was davon war ihre schönste Zeit? Die 5 Jahre russische Kriegsgefangenschaft. Unterhalten sich 2 Astronauten. Na, wie geht's heute? Naja, typischer Alltag halt. Sternzeichen? Kein Bock. Mach den Nichtschwimmer. Halt den Rand. Der Grund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten. Albert Einstein. Wenn ich krank bin. Arzt? Du hast Husten. Internet? Du hast Ebola-Aids. Mutter? Das kommt davon, wenn du immer am Handy rumhängst. Das Problem, dass die Frau nicht kommt, beginnt bei mir schon beim ersten Date. Bei Englisch ist one wall free. Mein Englisch ist einwandfrei. Knusper, knusper, Knäuschen. Ich saufe ohne Päuschen. Wo machen die Schornsteinfeger Urlaub? In Russland. Professor? Wo ist Ihre Hausarbeit? Ja, ich habe sie verloren, als ich gegen einen Kerl gekämpft habe, der meinte, sie wäre nicht der beste Professor hier. Was macht ein Russe, wenn es schneit? Ein Biathlon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wer nicht sitzt, der wird jetzt liegen. Busfahrer beim Anfahren. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Mit einem Daumen hoch würdest du mich grandios unterstützen. Und wenn du gerade neu hier bist, abonnier doch meinen scheiß Kanal. Bis nächste Woche.